Also, der Titel, wie gesagt, ist etwas reißerisch gewählt, absichtlich natürlich, um das Interesse zu wecken. Hat ja auch ganz gut geklappt. Ich habe die spannende Ahnensuche im Nördlinger Ries naturgemäß deswegen, weil ich aus dem Ries stamme, im Ries aufgewachsen bin und meine ganzen Eltern, Großeltern alle aus der Ecke kommen. Das erleichtert die Familienforschung ungemein. Ich habe als 13-jähriger Junge begonnen, im Schulheftchen meinen ersten Stammbaum aufzumalen. Den kann ich hier nicht vorzeigen, aber der nächste Schritt, bevor dann der Computer kam, waren diese DIN A4-Zettelchen, auf denen dann schon nach den Kekkelnummern die Personen nummeriert waren. Also es geht ja immer für die, die es nicht kennen, mit der Nummer 1, mit den Probanden los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das sind die Eltern und Großeltern. Das Schöne an diesem Nummernsystem ist, dass jede Nummer vergeben ist und dass der Vater einer bestimmten Person immer die doppelte Nummer hat. Also man kann da in alle Richtungen schön rechnen. Das ist eine tolle Sache. Und man sieht hier, ich habe hier die ersten 15 Personen, sind lauter einfache Leute, landwirtschaftlich tätig, alle im Ries. Und ich habe dann natürlich weitergemacht, wenn man an diese Liste anfügt, dann muss man natürlich schon 16 Blätter dran basteln mit den folgenden Nummern. Und so vermehrt sich die Zahl der Ahnen immer. Man forscht dann immer weiter. Ich habe das hier mit ein paar Zahlen. Also bei der achten Generation hat man dann rüber, war schon die Nummer 120 bis 250 etwa. Bei der zehnten Generation geht es dann schon von 500 bis 1000. Bei der 20. Generation, wenn man dann so etwa im Jahr 1400 sich bewegt, ist man dann bei über 1 Million. Und bei der 30. Generation vor 900 Jahren etwa hat man 1 Milliarde Vorfahren quer rüber. Und man sieht natürlich an dieser unglaublichen Zahl schon, dass es ein Wahnsinnsaufwand sein kann, wenn man alles erforscht. Man kann natürlich bis ins Mittelalter nicht alle Linien erforschen, aber man kann sich zumindest in die Richtung hinarbeiten. Ich habe diese Zettelchen auch mal im Garten auf der Wiese ausgelegt. Das ist das Bild rechts oben. Das ist dann schon eine Zettelreihe mit fast 5 Metern. Also man sieht, es ist eine unheimliche Menge an Daten, die man da erforschen kann und bei der man dann natürlich auch, wenn man in die einzelnen Linien überall reingeht, den ein oder anderen spannenden Fall bekommen kann. Und davon möchte ich berichten. Das meiste sind eigene Vorfahren, die also in meiner Familienforschung sich wiederfinden. Die erste Familie, das ist in meiner Namensreihe, also meine Namenslinie Beck geht über 4 oder 5 Stationen aus Schwörsheim, wo ich aufgewachsen bin, in die Nähe von Dinkelsbühl, dann an den Hesselberg und nach Gunzenhausen. Und sind dort bis 1590 zu verfolgen. Und eine meiner Beck-Altvorderen hat eine Bierbrauerstochter geheiratet, die wiederum war die Enkelin des Pfarrers David Döderlein, dessen Grabepitaph aus dem Jahr 1719 sehen Sie hier in der Mitte. Ich habe also insgesamt 33 Pfarrer in der eigenen Ahnenreihe und die sind sehr gut erforscht, weil sie eben in den Pfarrerbüchern genau beschrieben sind. Dieser David Döderlein ist auch sehr gut dokumentiert. Er war ein sehr gebildeter Pfarrer, hat einen hebräischen Briefwechsel sogar mit einem Amtskollegen geführt in seiner Zeit, ist wie gesagt 1719 gestorben, hat dieses wunderschöne Grabdenkmal immer noch in einem kleinen Dorf bei Gunzenhausen. Und die Familie Döderlein, in die man dann reinstößt, ist eine ganz bekannte, alte,
vornehme Weißenburger Familie in Weißenburg in Mittelfranken. Man kommt dann in alle möglichen Ratsfamilien rein. Man hat diesen Wappenbrief, den man auf der linken Seite sieht. Und die Familie geht weit zurück, also fast 500 Jahre oder über 500 Jahre sogar in Weißenburg. Und ein besonders spektakulärer Fall ist die Leichenöffnung des Ratsherrn Alexander Döderlein aus dem Jahr 1531. Das ist das Protokoll dazu. Und da hat eben der Stadtrat festgestellt, nachdem der Kollege verstorben ist, dass das wohl eher am etwas zweifelhaften Lebenswandel gelegen ist. Das Essen und Trinken war hier wohl mit ausschlaggebend. Eine andere spannende Linie im ganz anderen Bereich, also bei meiner Mutterlinie, ist die Bösmüllerin von Weißenburg. Ich habe eine Vorfahrenlinie in Deiningen mitten im Ries und da kommt in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges eine Hochzeit von einer Müllerstochter aus Gunzenhausen, die wiederum ihre Linie nach Weißenburg führt, auch wieder nach Weißenburg. Und diese Müllerin auf der Bösmühle in der Nähe von Weißenburg hat im Jahr 1590 hat ein paar Kinder bekommen, taucht dann plötzlich aus der Bildfläche ab. Der Witwer, der Müller, heiratet dann noch einmal und man weiß nicht genau, was passiert ist. Ich habe dann zufällig bei einem Forschertreffen festgestellt, beim Gespräch mit dem Stadtarchivar, dass diese Bösmüllerin in Weißenburg ganz bekannt ist. Die ist nämlich als angebliche Hexe angeklagt, als angebliche, wurde dann im Rahmen dieser großen Hexenverfolgung 1590 auch hingerichtet. Das war eine große Hysterie damals. In Nördlingen war der große Hexenwahn. Und auch in Weißenburg musste man, weil das benachbarte katholische, deutschordische Ellingen die Leute verbrannt hat, dass fast das Holz ausgegangen ist, mussten die Weißenburger auch tätig werden. Es wurden ja dann immer Leute beschuldigt auch. Ja, also ganz spannende Geschichte mit dieser Müllerin, die hier dann verurteilt worden ist. Das Protokoll davon sieht man auf der linken Seite, das im Stadtarchiv in Weißenburg aufbewahrt wird. Ganz andere Geschichte, die ich hier habe, was wesentlich unspektakuläreres. Man hat ja immer sehr viele Wirte, manchmal auch Bierbrauer in seinem Stammbaum. Also gibt es ja jede Menge und das Ganze ist insofern auch ganz interessant, weil es in früherer Zeit auch des Öfteren Aufzeichnungen dazu gibt, zum Beispiel in Sammenheim bei Gunzenhausen. Dort war ein gewisser Kaspar Engel, hat hier eben genaue Aufzeichnungen, wie viel er gebraut hat und wie viel Wein er auch ausgeschenkt hat. Und ich habe das dann mal versucht umzurechnen, diesen alten Eimer, und bin dann auf etwa 20.000 Liter Bier gekommen, konnte mir das gar nicht recht vorstellen. Das war nämlich nur ein Vierteljahr. Und in diesem Dorf gab es zwei Bierbrauer, also ein kleines Dörfchen, in dem so viel Bier konsumiert worden ist. Schier unglaublich, aber es scheint so zu sein. Das Bier war natürlich früher auch etwas weniger stark als heute. Und es war auch eine Kriegszeit. Vielleicht haben da irgendwelche schwedischen oder kaiserlichen Soldaten sich auch damit beschäftigt. Auf diesem Zettel hier, auf dieser Rechnung sind auch irgendwelche Flecken. Vielleicht ist da auch mal ein Glas Bier umgekippt. Ebenfalls in Sammenheim bei Gunzenhausen spielt diese Geschichte. Ein optisch sehr ansprechender Zettel aus dem Archiv in Harburg. Und zwar wird hier anlässlich einer Erbschaft im Jahr 1631 die ganze Verwandtschaft dieser Familie aufgezeichnet. Also Sie sehen hier oben die drei
Geschwister, dann die ganzen Kinder. Also dieser Hans Reulein hatte eine ganze Menge an Kindern, die dann wieder mit Enkeln dargestellt sind, sehr genau beschriftet. Und es geht dann bei den Erben, es geht natürlich hier wieder ums Geld, wie immer, darum, wo die alle hingekommen sind, die Erbberechtigten. Und wir haben eben hier Leute, die bis nach Österreich gezogen sind, nach Weißenburg oder in irgendwelche Nachbardörfer. Und mit solchen Erbschaftsprozessen kann man ganz gut den Verbleib dieser Leute nachvollziehen. Auch noch in Sammenheim ein Beispiel. Erst vor einiger Zeit habe ich festgestellt, dass ich von dem damaligen Amtspfleger Jonas Stieglitz abstamme. Seine Tochter wurde 1625 zwangsverheiratet mit einem Bauernsohn. Diese Zwangsverheiratungen sind manchmal nicht so genau dokumentiert, weil sie irgendwo auch im Gefängnis stattgefunden haben. Das war damals durchaus üblich. Und über diesen Amtspfleger, den ich dann im Vorfahrenkreis habe, kann man auf der linken Seite sein Siegel mit seiner Unterschrift sehen. Und man kommt dann auch in die Reihe von Pfarrern wieder, von Schulrektoren und Beamten, also wirklich auch etwas außergewöhnlichen Leuten, die zu dieser Zeit natürlich dann auch schriftliche Zeugnisse hinterlassen haben, in Form hier eben von diesem Siegel, während andere, die Masse unserer Vorfahren, damals weder lesen noch schreiben konnten, zumindest nicht gut. Rechts im Bild ist dieses Amtspflegerhaus, also Sammenheim war ein oettingisches kleines Verwalteramt, und in diesem schönen Haus, das ist mittlerweile natürlich abgerissen, war dieser Amtspfleger wohnhaft. Auch eine weitere Amtspflegerlinie im ganz anderen Bereich der Vorfahrenschaft ist in Ostheim. Das ist fast ein benachbartes Dorf bei Oettingen, Wassertrüdingen. Hier war der Leonhard Brenner als Vogt tätig. Auch von ihm ist sind sehr viele Schriftzeugnisse mit Unterschrift und mit eigenen Siegeln oder mit Petschaften im Archiv überliefert. Links hier ein Beispiel, und das Wohnhaus, in dem er tätig war in Ostheim, steht sogar noch. Wir machen einen Sprung an das ganz andere Ende des Rieses, ins Südries nach Hohenaltheim. Die Familie Strauß, die auch in sehr vielen Rieser Ahnentafeln zu finden ist, geht sehr, sehr weit zurück bis in das Jahr 1459. Damals ist der erste Nachweis einer Familie Strauß auf dem Straußenhof, ein sehr großer, wichtiger Bauernhof, der auch herrschaftliche Funktionen hatte in Hohenaltheim. Und diese Familie, für eine Bauernfamilie eigentlich sehr ungewöhnlich, hatte auch teilweise Siegel. Und an der Kirche in Hohenaltheim sind auch noch Grabdenkmäler dieser Fronhof-Familie Strauß in Hohenaltheim. Fron- oder Meierhof ist die Bezeichnung. Heute wird dieser beeindruckende Bauernhof, der noch existiert, als Straußenhof bezeichnet. Ein anderes Beispiel eines Schriftzeugnisses habe ich auch zufällig in Harburg im Archiv entdeckt. Und zwar hat sich mein Vorfahr Lorenz Rummel in Schwörsheim um die Stelle des Schulmeisters beworben. 1691 hat er hier dieses kleine Schriftzettelchen geschrieben, auch in einer Zeit, als einfache Dorfschulmeister kaum in Erscheinung treten mit Schriftzeugnissen. Oft konnten die selber kaum lesen und schreiben. Also es war nicht üblich, dass hier damals die sehr gebildet waren. Und ich habe festgestellt, die Schrift ist wirklich
tipptopp, also sehr, sehr schön hat der Mensch geschrieben. Also seine Unterschrift kann sich sehen lassen. Während der Amtspfleger, der da für Schwörsheim damals zuständig war, oder auch der Pfarrer in diesem Jahr, wenn man sich deren Schrift anschaut, dann kann einem das kalte Grausen kommen. Also die hatten eine wesentlich furchtbarere Schrift, mit der man sich mehr plagen muss. Also es wäre toll, wenn da mein Vorfahr die Kirchenbücher geschrieben hätte. Rechts ein anderes Beispiel von einem Lehrer Müller aus Wechingen. Der hat hier 1762 ein oettingisches Gesangbuch, ein Melodienregister erstellt. Also der hatte auch eine ganz tolle Handschrift. Also sieht man auch ganz selten solche Dinge, aber das sind einfach Zufallsfunde, die im Archiv auftauchen. In Schwörsheim können wir auch weitermachen. Es gibt in Schwörsheim eine weit verbreitete Sippe, die Familie Hertle, die auch in vielen Nachbardörfern vertreten ist. Und man kann mittlerweile, es gab hier verschiedene Forschungsansätze von meiner Seite, wie die ersten Vertreter zusammengehören. Mittlerweile kann man alle diese Namensträger, die im Umfeld von Schwörsheim auftauchen, auf einen Lorenz Hertle zurückführen. Wir haben hier auch eine tolle Grafik aus dem Archiv oder eine Skizze, die die Verwandtschaft von zwei Vorfahren von mir auch darstellt. Das ist eine Eva Hertle und ein Martin Hertle. Und diese beiden wollten im Jahr 1624 heiraten. Und es war bekannt, dass die beiden verwandt waren. Und dann hat das Ehegericht des Grafen von Oettingen die Verwandtschaft geklärt und hat es in dieser wunderschönen Skizze aufgemalt. Und wir sehen also hier, die Eltern sind Cousins, die beiden Väter sind Cousins, die Großväter dann logischerweise Geschwister. Und wenn man dann noch eins zurückgeht zum Lorenz Hertlin, dann ist man schon mitten im 16. Jahrhundert und hat diese Verwandtschaft. Die Familie Hertle habe ich sehr umfangreich erforscht, weil sie auch in allen möglichen Bereichen meines Stammbaumes und sehr vieler anderer Forscher auch vorkommt. Und die sind auch mittlerweile sehr gut erschlossen. Es gibt eine ganz, ganz große Nachkommenschaft, auch Namensnachkommen. Man sieht es hier auf einem Bild einer goldenen Hochzeit beim Schlamberg, also in der Wirtschaft im Jahr 1925. Da ist nur ein kleiner Kreis der Kinder mit dabei. Die hätten sonst alle nicht aufs Foto draufgepasst. Also die haben sich damals einfach sehr fleißig vermehrt und hatten viele Nachkommen. Dieser Lorenz Hertle, den ich angesprochen habe, ist der Urvater dieser ganzen Hertle-Sippe und er war als Teilnehmer am Bauernkrieg dabei. Er hat im Jahr 1525 bei dem Aufstand der Rieser Bauern sich auch sehr engagiert, hat in der Schlacht bei Ostheim auch mitgewirkt und wurde danach natürlich ins Gefängnis gesteckt von den Grafen von Oettingen und wurde als oettingischer Untertan auch bestraft. Also er hatte das Glück, die Oettinger waren etwas gnädiger als die Ansbacher Markgrafen und er hatte das Glück, dass er hier mit einer recht milden Geldstrafe davongekommen ist. Er musste hier eine Urfehde leisten, also er musste versprechen, dass er sich für die Zeit im Gefängnis nicht rächt an den Grafen oder an dessen Helfern. Und dieses Schriftstück ist überliefert und ist im Archiv noch vorhanden. Eine andere Urfehde, also Urfehde ist immer dieses Schriftstück, das diese Gefangenen oder diese aus der Gefangenschaft entlassenen
unterzeichnen mussten, damit sie sich eben nicht irgendwann rächen an den Gefängniswärtern oder an der Herrschaft. Und hier ist eine Urfehde aus dem Jahre 1630 von einer Vorfahrin, die in Wechingen gelebt hat. Die hat gegen den Grafen Ludwig Eberhard zu Oettingen die Urfehde geleistet, weil sie eingesperrt war wegen 3 Jahre lang getriebener Ehebruch und Oberhurerei mit einem ledigen Bauernknecht. Wurde deswegen eben eingesperrt, kam in die Fronfeste nach Oettingen und zur Vorstellung in die Wechinger Kirche. Also die musste vor versammelter Gemeinde, damals waren die Kirchen ja noch voll, hier Buße tun. Wurde dann auch, normalerweise wurde da etwas drastischer verurteilt, aber sie wurde wegen ihrer unerzogenen Kinder zu nur 100 Gulden Strafe verurteilt. Und sie hatte 5 eheliche Kinder vorher, also man kann davon ausgehen, dass sie sehr wahrscheinlich ehelich waren, und weitere 7 danach. Also die Ehe ist daran auch nicht zerbrochen, sondern das Ehepaar hat weiter zusammengelebt. Diese Familie hat auch mitten im Dreißigjährigen Krieg gelebt und ist im Rahmen der Kriegsunruhen dann immer wieder auf der Flucht, einmal im Nachbardorf Laub, dann in Oettingen, wo einfach dann auch schriftliche Zeugnisse in Form von Taufeinträgen erscheinen. Und nochmal zum Ehebruch, ein ganz neuer Fall, den ich erst kürzlich entdeckt habe. Ein Vorfahr von mir, der wegen Ehebruch angeblich sogar hingerichtet, also enthauptet worden sein soll in Fessenheim. Ist mir so noch nie untergekommen. Also es gibt hier leider nur eine Randnotiz dazu, aber er muss schon etwas mehr als einfach einen Ehebruch verübt haben. Also da muss schon ein bisschen mehr dahinter stecken. Ich habe versucht, das weiter aufzuklären, was da überhaupt passiert ist. Da waren wohl mehrere Frauen und Männer mit involviert, aber bisher konnte ich die genauen Umstände noch nicht klären. Also Hinrichtung bei Ehebruch ist schon heftig. Sehr viele Ahnenreihen gehen auch in Pfarrerfamilien, zumindest bei den Evangelischen ist es sehr häufig. Ein Pfarrer, von dem eine ganz große Zahl an Leuten abstammt hier im Ries, ist Georg Christoph Wiedmann. Der war unglaubliche 52 Jahre lang als Pfarrer in Dürrenzimmern tätig und ist im Jahr 1750 mit 98 Jahren gestorben. Hat in 2 Ehen 22 Kinder gehabt und war, als er gestorben ist, von mehr als 150 Kindern Groß- und Urgroßvater. Also schon von daher kann man ermessen, dass das halbe Dorf oder wahrscheinlich das dreiviertel Dorf Dürrenzimmern von diesem Pfarrer abstammt und natürlich auch weit darüber hinaus. Das Grabepitaph von diesem Pfarrer ist heute noch in der Kirche dort zu sehen. Und auch in Harburg gibt es ein schönes Trauergedicht oder eine Leichenpredigt, die an ihn erinnert. Zu meinen Vorfahren zählt auch unter den 33 Pfarrern ein katholischer, ist eher die Ausnahme, und zwar sind wir hier im 16. Jahrhundert, als es offenbar bei manchen katholischen Pfarrern auch mit dem Zölibat nicht ganz so genau genommen worden ist. Es war eine unruhige Zeit, die Zeit der Glaubenskonflikte, der offenen. Und dieser Pfarrer Johann Pöplin, katholischer Priester in Deiningen, also Deiningen als geteiltes Dorf zwischen Katholiken und Protestanten, hatte einen katholischen und einen evangelischen Pfarrer. Und der evangelische Pfarrer schreibt im Kirchenbuch einen sehr netten Eintrag, in dem er die Hochzeit dokumentiert von einem Bauern, der die Tochter des papistischen Pfarrers zu Deining geheiratet hat.
An einer anderen Stelle schreibt der gleiche evangelische Pfarrer, dass dieser Johann Pöplin auch des Öfteren die evangelische Kirche und den Gottesdienst besucht hat. Also der war offenbar sehr offen für den interreligiösen Dialog und hat auch, wie auch immer das genau ausgesehen hat, ein paar Kinder gehabt. Vielleicht war er verheiratet oder hatte nur eine Lebenspartnerin. Also eine sehr spannende Sache. Das Grabepitaph ist an der katholischen Kirche in Deiningen. Leider war das mal als Fußbodenplatte wohl in Benutzung, bevor es dann an die Wand gehängt worden ist. Es ist nämlich sehr abgelaufen. Also das Wappen hier unten ist kaum mehr zu erkennen und auch die Inschrift ist nur mit Mühe und Not herauszubekommen. Aber wir haben sie entschlüsselt. Auch diese Familie Hoppinger, diese Bauernfamilie in Deiningen, ist wieder eine Zeit vorher im Bauernkrieg mit dabei. Also es gibt auch sehr viele Ahnenreihen, die in diese Bauernkriegszeit mit hineinreichen. Eine andere Familie, die in Oettingen zu Hause ist, ist die Familie Mägerlin. Eine Familie, da war der erste Vertreter, der hier im Ries war, als Leib- und Hofmedikus der Oettinger Grafen tätig, 1669. Und der Sohn war dann Pfarrer in Bühl und Aufhausen. Und über eine Enkelin, die als Bäuerin nach Prüfstedt geheiratet hat, kommt man dann in sehr viele einfache Ahnentafeln hinein. Diese Familie Mägerling ist auch sehr gebildet, war einer dieser Vorfahren, war Professor für griechische Sprache in Tübingen. Es gibt dann Mediziner, Pfarrer, Patrizier in Oberschwaben und in Württemberg. Es gibt eine Masse an Quellen, Leichenpredigten, die Verleihung der Doktorwürde und viele andere Dinge. Und hier im Bild sehen wir den ersten Eintrag aus dem Oettinger Kirchenbuch. So sehen diese Taufeinträge aus. Vom Amadeus Mögerlin mit der ganzen Reihe an Taufpaten. Unter anderem der damalige Graf Albrecht Ernst zu Oettingen. Bedienstete der Oettinger Grafen tauchen immer wieder in meiner und in vielen anderen Ahnenreihen auf. Ich habe hier zwei Beispiele. Zufällig sind hier im Jahr 1638 zwei meiner Vorfahren auf der gleichen Seite unter den Bediensteten des Grafen Ludwig Eberhard genannt. Das eine ist der Sattelknecht Stoffel Weiß und das andere ist der Senftenknecht Hans Binder. Also der Sattelknecht ist einfach zu erklären, der hatte einfach im Pferdestall des Grafen für die Sättel und für die Pferde zu sorgen. Beim Senftenknecht, denke ich, muss man davon ausgehen, dass er einfach die Sänfte, mit der der Graf sich manchmal herumtragen ließ, beaufsichtigen musste, dass der einfach schauen musste, dass die in Ordnung ist und dass immer genügend Sänftenträger zur Verfügung stehen. Beide dieser Personen haben dann, wir sind ja auch wieder im Dreißigjährigen Krieg, dann später sich Bauernanwesen erworben, kleinere Höfe und haben dann dort Familien gegründet. Rechts sehen wir den Grafen Gottfried von Oettingen, bei dem die auch schon tätig waren und das alte Oettinger Schloss mittlerweile abgerissen. Ein anderer, der tätig war für den Grafen Gottfried, war Hans Mittel. Der war Silberbote des Grafen, war in Allerheim und natürlich in anderen Orten tätig und ist als Silberbote hier mehrfach genannt. Es gibt hier eine ganz nette Nennung, dass er im Jahr 1600 nach Speyer und Pforzheim gelaufen ist,
dort krank geworden ist und über 2 Monate zu Pforzheim liegen müssen und den Ärzten 9 Gulden und 20 Kreuzer bezahlt hat und die dann von seinem Herrn wieder zurück haben wollte. Der Hochzeitseintrag der Tochter, die dann eben die Vorfahrin von sehr vielen wieder ist, aus Auhausen, findet sich hier unten. Spannend in der Familiengeschichte ist die Zeit des Dreißigjährigen Kriegs. Ich habe hier als ein Beispiel von sehr vielen den Bericht der Plünderung von Bettendorf, ein kleiner Weiler mit nur ein paar Höfen in der Nähe von Oettingen. Im Jahr 1632 wurde der Hof des Wolf Höhnle ausgeplündert und von den Soldaten ruiniert. Der Schaden beläuft sich auf 668 Gulden, eine wirkliche Riesensumme, ein Vermögen. Dieser Mensch war danach ruiniert. Er ist dann auch nicht mehr in den Kirchenbüchern zu greifen und ist wahrscheinlich dann irgendwo im Elend gestorben oder verhungert. Es wird hier eine akribisch geführte Liste, ist hier zu sehen. Es wurden 4 Pferde geraubt, 5 Kühe, 2 Räublein, 50 Schafe, das ganze Futter, der Hausrat, die Kleidung, Werkzeug, die Fenster wurden zerstört, das Blei herausgenommen zum Kugelgießen und die Tore von Stadel und Stall verwüstet, 100 Grauzköpfe ausgestochen und so weiter und so fort. Also diese Leute waren wirklich nach dieser Plünderung am Ende. Die große Katastrophe kam dann im Ries im Jahr 1634. Die Schlacht bei Nördlingen ist allen ein Begriff und bei dieser großen und sehr verlustreichen Schlacht wurden sehr viele Dörfer zerstört, ausgeplündert. Es kamen ganz viele Leute, Bürger aus Nördlingen oder Oettingen oder auch einfache Bauersleute ums Leben, wurden erschossen, erschlagen, erstochen oder sind dann in dieser unmittelbaren Folgezeit an Seuchen oder auch an Hunger gestorben. Ein sehr spannender schriftlicher Nachweis, dass die Leute dann eben aus Hunger und aus Not ihre Dörfer verlassen haben, findet sich im Kirchenbuch in Trochtelfingen, hier rechts das Abendmahlsregister Trochtelfingen. Und dort taucht eine ganze Reihe von Wechinger Leuten auf. Die Anwesen dieser Bewohner von Wechingen sind danach alle öde und verlassen, sind eingefallen, abgebrannt. Und diese Leute sind aus reiner Not, haben die ihr Dorf und ihre Heimat verlassen, sind zuerst nach Bopfingen im Frühjahr 1635 und dann in alle Himmelsrichtungen weiter. Einer dieser Leute ganz unten, mein Vorfahr Adam Fischer, ist nach Österreich und kommt dann auch wieder zurück. Also das ist ein ganz interessantes Phänomen, dass die Leute hier sich abgesetzt haben nach Württemberg, nach Österreich bis nach Italien und dann, als die Zeit wieder etwas besser geworden ist, wieder zurückgekommen sind. Einer dieser Vorfahren, der einen sehr weiten Weg genommen hat, der ist nach Venedig gekommen, ist hier dargestellt. Joachim Ernst Apperich, in Wechingen geboren, mit diesem Treck, den ich da vorher gezeigt habe, zuerst nach Bopfingen, Trochtelfingen, dann in alle Himmelsrichtungen. Er ist dann eine Zeit in Venedig als Bäcker gewesen. Das wird in einem Leibeigenschaftsbuch aufgeführt. Und gut, es gab in Venedig selbst, ich habe hier 2 Bilder, diese deutsche Niederlassung. Es gab hier eine deutsche Gemeinde. Aber er kann natürlich, die Herrschaft Venedig war groß, auch in irgendeiner anderen Ecke von Venetien gelebt haben. Er ist dann nach Fessenheim zurückgekommen, hat dort eine Familie gegründet und ist somit Vorfahr nicht nur von mir.
Und es gibt nicht nur diesen Herrn Apperich, der nach Venedig kurzfristig gegangen ist. Es gibt im Ries über ein Dutzend bezeugter Fälle von Leuten, die in dieser Zeit nach Venedig gezogen sind und dann später wieder teilweise zurückgekommen sind. Komischerweise sind alle dieser Venedig-Auswanderer Bäcker gewesen, also anscheinend hat den Italienern vielleicht damals die Pizza nicht so gut geschmeckt. Auch in der Zeit des Dreißigjährigen Krieges ist dieses Schriftstück, das einen sehr schönen Einblick in die damaligen Verhältnisse gibt, eine Notiz im Abendmahlsregister in Westheim. Und dort schreibt der Pfarrer, dass ein gewisser Michael Ältlein aus dem Ländlein kommen, damit sie das da hier das Abendmahl einmal empfangen könnte. Der Hintergrund ist, dieser Michael Ältlein hat in Westheim gelebt, ist dann bei dieser Superkatastrophe im Jahr 1634 mit der Familie, auch mit dieser 1624 getauften Tochter, nach Österreich, nach Oberösterreich ins Ländlein ob der Enns und hat hier im Jahr 1636, es war also noch schlimmster Dreißigjähriger Krieg, diese mehrere hundert Kilometer auf sich genommen, damit seine Tochter das erste Abendmahl hier in Westheim in der Heimat und natürlich auch in einer evangelischen Kirche feiern konnte. Also erste Abendmahl, das war quasi der Vorläufer der heutigen Konfirmation. Dieser Michael Ältlein ist nicht nur einmal nach Westheim gekommen, er hat dann nach dem Krieg mit seiner Familie die Rückreise wieder angetreten und ist hier in Westheim wieder heimisch geworden, hat hier wieder ein Anwesen aufgebaut und seine Familie hat hier weitergelebt. Auch aus Westheim stammt dieses Beispiel, ein einfacher Bauer, von dem im Jahr 1693 eine Leichenpredigt gedruckt worden ist. Links im Bild die Leichpredigt des Hans Meier, vieljährig gewesenen Meiers und so weiter in Westheim. Dieser Mann ist mit 94 Jahren gestorben und es gibt eine ganze Reihe sehr kurioser Dinge, die ein eigener abendfüllender Themenkomplex wären. Ich habe darüber auch schon einen Aufsatz geschrieben. Erstes Kuriosum, er war markgräflich ansbachischer Untertan, aber war oettingischer Leibeigener. Also das war schon ein Widerspruch in sich, dass man zum einen Herrn, zum einen Fürsten grundbar ist über den Hof und zum anderen Leibeigen über die Mutter ging ja diese Leibeigenschaft. Dieser Leibeigenschaftseintrag hier rechts im Bild beleuchtet diesen ganzen Komplex noch weiter, denn es ist in Westheim so wie in vielen Dörfern so, dass die Aufzeichnungen im Dreißigjährigen Krieg natürlich Lücken aufweisen und man hier immer wieder Unsicherheiten hat. Man ist sich nicht ganz im Klaren, ist das der richtige, ist das ein ganz anderer. Und bei dem Familiennamen Hans oder bei Meier und Hans Meier ist es natürlich sehr schwierig. Aber ich konnte auch nachweisen, dass der Vater dieses Hans Meier auch für das Ries sehr komisch oder für den Bereich des Rieses sehr spät noch den Familiennamen geändert hat. Er ist nämlich als Michael Habermeier geboren und hat dann in den Meierhof geheiratet und hat dann, weil der Name Meier, der Hofname Meier oder Mohr einfach so prägend war, ist dieser Familienname von Habermeier zu Meier einfach geändert worden im Laufe der Zeit. Also eine sehr spannende Geschichte, diese Leichenpredigt und diese ganze Thematik. Die österreichischen Glaubensflüchtlinge sind auch in meinem Stammbaum sehr stark vertreten. 70 bis 80 Familiennamen sind bei mir
die ihre Wurzeln in Österreich haben. Ich habe meine beiden Großmütter, die beide österreichische Namen haben, die direkt nach Österreich zurückzuverfolgen sind. Zum Beispiel die Mutter meines Vaters ist eine geborene Schachner und diese Linie in Lehmingen kann man direkt nahtlos auf diesen Bauernhof in Österreich an der Donau zurückverfolgen. Und dieser Schachenhof existiert heute noch. Das Gebäude wurde zwar jetzt auch wieder abgerissen und durch einen Neubau ersetzt, aber solche Situationen, dass man wirklich die eigene Familie dann über den Namen auch auf so einen einzelnen Hof zurückführen kann, sind immer wieder dabei und natürlich auch äußerst spannend. Eine andere Geschichte sind die Patrizier. Ich habe erst seit etwa 1,5 Jahren in der eigenen Familie die Nürnberger Patrizier. Es ging über eine lange Zeit toten Punkt, wo ich also nicht weitergekommen bin in der Forschung. Und über Forscheraustausch, Forscherkontakte konnte man dann diese Geschichte klären. Das war ein einfacher Amtsschreiber und der stammte aber aus einer Beamtenfamilie, die im Bereich Pfalz-Neuburg tätig war, in Heideck und Umgebung. Und über diese Familie Öfelin, um die es hier geht, kommt man dann zu verschiedenen anderen vornehmen Familien, die Familie Sauerzapf, die in der Oberpfalz im 16. Jahrhundert im Bergbau tätig war, in der Eisengewinnung. Und darüber geht es dann in alle möglichen Nürnberger Patrizierfamilien. Ich nenne hier nur die Namen Holzschuher, Pfinsing, Beheim. Das sind also die ganz bekannten Nürnberger Ratsgeschlechter, die auch in der Nürnberger Sebalduskirche alle ihre eigenen Grabdenkmäler und Stiftungsbereiche haben, wie wir rechts hier einen sehen. Natürlich muss man hier dazu sagen, beziehungsweise hier beim Karl dem Großen passt es noch besser. Karl der Große, hier geht es bei meinem Schwager in eine Müllersfamilie in Christgarten. Wir sehen ein Bild von Christgarten hier. Da hat ein Müller und Wassergraf im Jahr 1831 eine Pfarrerstochter aus dem benachbarten Dürnheim geheiratet. Und diese Pfarrersfamilie geht nach Nördlingen und dort kommt man dann ungebremst in die Nördlinger, in die Augsburger Patriziergeschlechter über die Jenisch zu den Fuggern, also zu diesem ganz bekannten Kaufmannsgeschlecht und dann auch zu Karl den Großen. Und im Prinzip, wenn man sich die Zahlen vom Anfang nochmal vergegenwärtigt, dass man um 1100 eine Milliarde Leute hat, dann ist es fast ausgeschlossen, dass man nicht, dass wir nicht alle, die wir hier heute zuhören oder beieinander sind, nicht alle von Karl den Großen abstammen. Das einzige Problem ist, das Ganze nachzuweisen. Da wird es oft schwierig, aber man kann natürlich auch bei diesen ganzen Patrizier- und Adelsfamilien immer beobachten, dass hier sehr viel geschönt und dazu erfunden wurde. Also gerade auch bei den Oettinger Grafen gibt es sehr viele Ahnenreihen, die dann ja auch mal gerne bis in die Römerzeit zurückgehen. Und dann war der Altvordere unter dem Kreuz und hat hier die Lanze gehalten oder was auch immer. Also da ist nicht alles immer so ganz wackelfrei und hieb- und stichfest. Aber man kann natürlich ein Stück weit immer zurückgehen und hier auch eine gewisse Sicherheit haben. In dieser Ahnenreihe geht es dann weiter, auch mit sehr vielen Beamten. Oettingische Beamte in praktisch allen Amtsorten sind hier mitvertreten. Ein
Ganz interessanter Mensch war dieser Johann Friedrich Schlegel, der aus einer Beamtenfamilie auch stammte, dann in öttingischen Diensten war und hier in der Kirche von Aufkirchen sein Wappenschild auch noch hinterlassen hat. Und auch ein Zufallsfund wieder aus dem Archiv ist links diese Darstellung, eine Mikrographie, die dieser Schlegel im Jahr 1644 angefertigt hat. Also die Mikrographie, wer es nicht kennt, ist eine Fleißarbeit, die sich die Leute damals gemacht haben. Diese ganzen Linien sind alles Buchstaben und Sätze, Sinnsprüche oder Glaubensverse, die hier aneinander gereiht sind und die hier in Form von Ornamenten aufgeschrieben sind. Mit ganz, ganz feiner Feder und ganz ruhiger Hand offenbar geschrieben worden. Also sowas ist wirklich aller Ehren wert. Dass sich sowas auch noch überliefert hat, ist dann natürlich ein ganz großer Glücksfall. Ich kann natürlich hier in alle Richtungen weitermachen. Man kann von jedem Vorfahren oder von vielen noch weiter berichten. Man kann in alle Themenkomplexe da noch tiefer einsteigen, aber ich will sie nicht noch weiter nerven mit diesem Thema. Es geht ja doch sehr ins Detail auch. Zu guter Letzt habe ich noch die Leibeigenschaft, die auch im Bereich des Rieses sehr interessant ist, sehr gut dokumentiert ist. Ich habe hier als einfaches Beispiel den Vorfahren Kaspar Renbauer, der um das Jahr 1620 in Mönsteggingen geboren worden ist, dann im Dreißigjährigen Krieg auch eine Odyssee hinter sich gebracht hat. Der war erst in der Nähe von Dinkelsbühl in Segringen, dann in Unterschwaningen und zum Schluss ist er in Dennenlohe gestorben. Diese große Wanderschaft und diese vielen Stationen führen normalerweise dazu, dass hier einfach man nicht weiterkommt. Also der Dreißigjährige Krieg ist ja immer oder sehr oft eine Schallmauer, die man kaum durchbrechen kann, weil einfach die Überlieferungen nicht da sind, weil die Bücher lückenhaft sind und weil die Leute auch so stark unterwegs waren. Die wurden vertrieben, so wie ich es vorhin geschildert habe, oder haben einfach sehr oft ihren Wohnort gewechselt. Und in so einem Fall sind immer diese Leibeigenschaftsregister eine ganz große Hilfe, so denn die Leute leibeigen waren. Ist ja nicht bei allen Familien. Die Leibeigenschaft ist in dieser Zeit sehr zurückgegangen und hat dann 50 Jahre später eigentlich fast gar keine Rolle mehr gespielt bei uns im Raum. Und hier dieser Eintrag nennt eben diesen Kaspar Renbauer mit seinem Geburtsort, dann die ganzen Stationen, wo er gelebt hat und dann zum Schluss, wo er gestorben ist. Und die Leibeigenschaft hat sich immer über die Mutter übertragen, also immer die Mutter war ausschlaggebend, ob die Kinder leibeigen waren. Und da wurde eben sehr genau Buch geführt. Bis in die Zeit um 1520 haben wir im Bereich der Grafen von Oettingen sehr akribisch geführte Leibeigenschaftsbücher. Und wenn man da mal in eine solche Dynastie reinstößt, hat man wirklich den Vorteil, man kann hier über die Frauen sehr viel weiter forschen. Die sind ja oft ein bisschen, fallen dann hinten runter. Wenn man die Hochzeit nicht hat, weiß man nicht, was die Frau für eine Geborene war. Und bei den Leibeigenschaftsbüchern ist es genau umgekehrt. Man kann hier über die Frauen sehr viel mehr zurückforschen. Und natürlich dann auch lückenlos über Generationen hier weiterarbeiten. Das war's dazu. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.